Ja, einziger Kritikpunkt für mich eben bei dem Texture Pack bisher ist, dass das Wasser nicht animiert ist oder zu wenig animiert ist, meiner Meinung nach. Werden jetzt manche wieder sagen, ach ja, was der wieder labert. Aber na, ich will das so. Oder was heißt, ich will das so, ich brauche das. Muss so sein. Okay. Wie so ein Knödel da und wie so ein. Dieses Haarknäuel, was die Katzen immer auswürgen. Nur in grün. Okay. Also. Machen wir das hier noch schnell fertig. Ach, da haben wir schon keinen Dork mehr. Sind wir alle. Sind wir wieder clean? Ach, da ist ja nochmal ein Baum. Ich frage mich schon, warum dieses komische Gemüse hier oder dieses Grünzeug nicht weggeht. Dabei ist hier noch ein Baum. Schau an, schau an. Okay, also dieses Schweine da. Hey, mach doch mal nicht so gelangweiltes Gesicht. Kriegst eine Axt in den Kopf und dann. Alles wieder gut. Oh, hat sogar zwei Schinken fallen lassen. Ja, da hast du gerade gesehen, was deinem Kollegen widerfährt, wenn du hier nicht eine freundlichere Miene aufsetzt. Das Schweinchen will wohl nicht hören. Armes Schweinchen. Ich bin hier zu blöd, einen Block zu platzieren. Aber naja. Gut. Ja, sieht doch nach was aus. Jetzt werden wir hier noch schnell nach hinten ausbauen. So. Und wir brauchen jetzt wieder Kies. 20 haben wir da. Und wie gesagt, falls ihr möchtet, dass ich mit was Bestimmtem spiele, Texture Packs oder was weiß ich, entweder schreiben oder in die Kommentare. Ja, entweder oder. Und ich würde sagen, wir pflanzen da oben einfach mal eine Fackel hin. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch einzäunen, wie sich's für so einen schönen Garten gehört. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier doch gleich mal ein Dirt für die Abgrenzung. Hier geht es mit dem Zaun weiter. Machen wir hier auch gleich flach. Bis daher. Dann mache ich das hier auch noch schnell weg, die zwei Reihen hier, damit hier keiner drüber jumpen kann. Und wie gesagt, dann kommt... Ach, ich habe glaube ich noch Zaun, oder? Kann das sein? Ja, ich habe sogar noch Zaun da. Laber hier die ganze Zeit von dem, was wir noch machen wollen. Dabei habe ich hier noch Zaun. Gut, also hier geht's weiter mit dem Zaun. Bis daher. Aber jetzt habe ich natürlich wieder keinen. Und es wird Nacht, oder? Ach ja, wo ist denn jetzt die Sonne? Da hinten. Was ist denn das für ein riesen komisches Schild? Also so eine riesen Sonne habe ich echt noch nie in einem Texture Pack gesehen. Und ich habe schon einige Texture Packs gesehen, aber sowas. oh Mann. Okay. Also, gehen wir wieder schlafen. Ach, jetzt fängt es an zu regnen. Das erste Mal, dass es hier regnet, kann das sein. Aber gut. Gut, gut. Da ist ein Bambus. Zu viel. Den können wir gleich hierher setzen. So. Kann der Rest wachsen. Und wir verkrümeln uns jetzt wieder ins trockene Eigenheim. Magst nicht reinkommen? Komm rein. Wird zu nass. Nicht da raus. Hier rein. Komm rein. Komm. Husch. Komm. Also ich glaube, dieses Hündchen will nicht rein. Komm. Na, ist er drin? Nee. Ja, dann bleib hocken. Soll er doch machen, was er will. Ehrlich. So, ich werde mir jetzt hier mal was gönnen. Vom Reden bekommt man ganz trockenen Mund. Gut. Wo war ich jetzt? Beim Hundi, richtig. Der soll sich wieder ins Blumenbeet pflanzen.
Und der nächste Bambus ist auch schon soweit. Den pflanzen wir auch gleich hin. Genau, unseren Zaun. Wir brauchen unbedingt Holz, was wir ja natürlich haben. Deswegen werden wir jetzt erstmal Sticks draus machen. Jetzt wird hier wieder Vergewaltigung der Maus ausgeübt. Aber, liebe Kinder, alles auf Computermäuse bezogen. So. Oh, nee, schaffen wir nicht, aber egal. Haben wir zwei Sticks übrig, die sammeln wir wieder ein, die zwei Baumstämme. Und das Teil ist jetzt grün, sehr gut. Das zwar noch nicht, aber ist mir jetzt auch relativ wurscht. Weil es jetzt nämlich hier oben weitergeht. So, machen wir das so. Oh, wie weit machen wir denn das? Machen wir hier noch weiter. Alles mit dem Ausbauen, mit dem Dreck. So. Dann kann da keine Sau mehr rüber. Also mit Sau meine ich natürlich Creeper, Skeletto, Spinnen. Obwohl Spinnen können die Zäune hoch. Ich glaube nicht, oder? Doch. Nee, Pfähle können... Aber die können doch... Pfähle können sie doch hoch, oder? Meine ich. Dann können sie doch die Zäune theoretisch auch einfach so hochklettern, oder? Hm. Wäre jetzt gut zu wissen. Aber egal, wenn wir dann schon rausfinden. Wenn es mal eintreten sollte, der Fall, der bestimmt eintritt. Aber jetzt noch nicht. Und jetzt sind die Spinnen sowieso liebe, brave, kleine Sechsfüßler. Ja, wird schon was. Sehr gut. Ja, und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach nochmal eine Welterkundung zu starten. Mit oder dafür, dass wir praktisch ein Kakteen finden. Oder an sich Kakteen finden. Aber ich kann es natürlich mal vorbereiten. Bis hierher geht dann praktisch unser Bambus. Lass wieder eins frei. Dann mache ich hier so einen Weg rein. So, wieder eins frei. Und hier kommt dann der Sand rein. Habe ich überhaupt Sand dabei? Ach nee, ich habe mir vorhin weggeschmissen. Ist er noch da? Nee. Weg. Egal. Dann werde ich mir jetzt nochmal Sand holen, weil ich meine, dass wir entweder was in unserer Truhe haben an Sand. Oder wir müssen natürlich einen holen. Das kann natürlich auch sein. Also hier habe ich nichts. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier das Gunpowder hier rüber verfrachten. Habe ich da Kohle drin? 64. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Charcoal und Coal? Ich habe keine Ahnung. Naja. Vielleicht, wie gesagt, deswegen, weil wir natürlich einmal normale Kohle mit Holz gemacht haben und einmal eben so Kohle gefunden haben, also das ist erst ein Sandstein. Hm, das ist jetzt nicht gerade toll. Das heißt, ich muss abbauen gehen. Dann habe ich noch keine. Ach, das ist glaube ich die Seite, oder? Ja, glaub schon. Gut, einmal nein mit dir. Dann haben wir hier wieder entsprechendes Schweinefleisch. Hier eine Feder. Ach, weißt du was? Wir ordnen das Zeug jetzt einfach mal. Damit ein bisschen Struktur reinkommt. So. Die Federn kommen daher. Was kommt hier noch rein? Ja, gut, das Essen. Ja, Essen. Damit wir hier ein bisschen aufräumen können. Ja, ich weiß, wir müssen uns natürlich jetzt mal ein richtiges Lager zulegen. Da hätte ich gedacht, dass wir uns dann vielleicht so ein Häuschen bauen. So ein kleines oder, ja, was heißt klein? Ja, klein. Also wir werden wahrscheinlich eher in die Tiefe gehen, damit wir auch unseren Untergrund mal abgearbeitet haben, so nach dem Schema. Aber ich denke mal, so ein Ressourcenhaus wäre ganz gut. Da ist ein Kompass. Kann ich die nehmen? Scheiße, verdammt. Gut. Wie gesagt, was brauchen wir denn eigentlich alles für einen Kompass?
Ah, ist natürlich toll, wenn ich es nicht weiß. Wir brauchen natürlich, wir müssen natürlich sowieso Sand abbauen. Und dann kann ich immer noch nachschauen, was so ein Kompass an Sachen will oder braucht. Aber jetzt erstmal Sand abbauen.